meiner Tochter. Das kann nicht nur Urlaub gewesen sein. Katja oder Rebecca? Marissa oder Eva? Wer bekommt die letzte Rose? Ich habe für euch das Finale der diesjährigen Bachelor-Staffel zusammengeschnitten und bevor wir anfangen, habe ich ein, zwei Informationen, die für euch interessant sein könnten. Als nächstes geht es hier voraussichtlich mit Temptation Island weiter und Temptation Island könnt ihr genauso wie den Bachelor natürlich bei RTL Plus sehen und den Link dahin findet ihr unten in der Videobeschreibung ganz oben. Dann solltet ihr noch wissen, dass ich vorhabe, demnächst meinen Kanal umzubenennen, einfach weil Amazing Al wird oft mit AI verwechselt und ich wurde schon öfter gefragt, warum denn AI? Amazing AI macht ja gar keinen Sinn. Kurze Story dazu, wie der Name hier zustande gekommen ist. Meine Freundin hatte ein Lied meiner ehemaligen Band im Auto und das hieß Amazing. Und sie wusste natürlich, okay, ich bin Alex. Und sie wusste aber jetzt nicht, wie die Band heißt und hat dann einfach Amazing und Alex verkürzt zusammengefasst. Und daraus wurde Amazing Al. Anfangs wusste ich bei YouTube noch nicht, wo die Reise hingeht. Deswegen habe ich erstmal den Namen verwendet und mittlerweile hat sich natürlich abgezeichnet, dass ich mich im Trash-TV angesiedelt habe. Nicht nur, aber hauptsächlich. Und deswegen werde ich mich künftig X-Trash nennen. Einfach, weil es einfacher zu finden ist. Man kann das schneller in der Suchleiste finden, wenn man Amazing eingibt, dann findet man eine Million Sachen, aber nicht mich. Und man kann es eben auch nicht aufs Thema beziehen. Das Schild bleibt hier aber stehen, das war nämlich ein Geschenk meines Quasi-Schwagers. Die dritte Info für euch ist, dass ich am Ende des Videos ein kleines Best-of meiner Lieblingsclips von meinen vergangenen Videos zusammengeschnitten habe. Da können wir einfach nochmal so ein bisschen was Revue passieren lassen. Und fürs Finale geht es zurück nach Deutschland, nämlich nach Köln. In Köln dürfen dann alle nochmal ein Einzeldate haben, finde ich jetzt im Finale eigentlich ein bisschen müßig, aber die müssen die Sendezeit ja füllen. Aber da gibt es natürlich auch noch Überraschungen. Ich freue mich auf Rebecca. Jetzt ist wieder Zeit, mal Gemeinsamkeit zu verbringen und ich freue mich jetzt wirklich sehr auf unser allerletztes Date. Ich habe ihn auch schon vermisst die letzten Tage. Ja. Es war auf jeden Fall schön, ihn wieder zu sehen, aber man hat so die Anspannung auch total gemerkt. Ich denke, wir dürfen davon ausgehen, dass die Bachelor sich zu diesem Zeitpunkt schon ziemlich genau dafür entschieden haben, wer die letzte Rose bekommen wird. Deswegen finde ich mindestens ein Date immer jeweils ziemlich verlogen. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir auch die Zukunft zusammen meistern können. Oh, das ist aber echt ganz schön gesagt. Wie gesagt, in diesen Dates gibt es Überraschungen und hier wird Rebecca von ihrem Vater und ihrer besten Freundin überfallen. Servus, hi, bitte Dennis. Du musst der stolze Vater sein, oder? Ich bin Thomas, gell? Ich habe den Typ gesehen, wie er gesprochen hat. Wusste ich, das ist er, das kann er sein. Dennis und Thomas sind direkt ein Herz und eine Seele, die geben sich Handschläge. Und so wie die Staffel bisher verlaufen ist, habe ich das Gefühl, die beiden knutschen gleich. Ich pack mal den Chef und... Wir machen Männerrunde. Wir gehen mal in die Bar. Ey, super. Ich wollte sehr dich kennenzulernen. Und auch die beste Freundin Tonja entwickelt schon Gefühle für Dennis. Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass da Gefühle sind. Ich möchte natürlich gerne am Weihnachtstisch sitzen und dann, dass man da gute Unterhaltung hat und auch gern wirklich immer so die ganze Family mit einbezieht. Das ist wunderbar. Also. Das war wie Liebe auf den ersten Blick zwischen Thomas und mir. Also Dennis ist auf jeden Fall schon mal begeistert und auch holt sich ein Fazit von ihrem Vater und ihrer besten Freundin ein. Also ich hatte schon ein sehr, sehr gutes Gefühl und es würde mich echt wundern, wenn er sich gegen dich entscheidet. Ob Rebecca, Katja oder Sebastian die letzte Rose von Dennis bekommen, das spoilere ich an dieser Stelle nicht aus Rücksicht auf diejenigen von euch, die sich die Folge noch nicht angesehen haben. Wusch. Wir sehen jetzt das letzte Einzeldate zwischen Sebastian und Eva. Na du. Aha. Wie geht's dir? Gut und dir? Auch hier natürlich eine Überraschung. Eva bekommt Besuch von ihrem Vater und ihrer Schwester. Ja, das ist Sebastian. Das ist mein Papi und meine Schwester. Sehr schön. Ja, ich freue mich sehr. Erste Frage. Ja. Bist du verliebt? Also ich muss sagen, man verknallt sich schon schnell. Ich liebe es, verknallt zu sein. Ich habe mich ja auch in Sebastian verknallt. Was sind das alles für sympathische, nette Menschen in Evas Familie? Also auch der Papa, der ist doch einfach zum Knuddeln. Man möchte einfach in diesen Fernseher reingehen und möchte ihn ganz fest in den Arm nehmen. Ich gehe auf Menschen eigentlich mein Leben lang vom Bauchgefühl her zu. Und ich würde sagen, also wenn ihr zwei euch versteht, also ja, ist für mich das okay. Für mich wird das passen. Evas Vater kann sich jedenfalls Folgendes vorstellen. Kommt sehr sympathisch rüber, ist jemand, mit dem ich, glaube ich, befreundet sein könnte. Die Meinung von meinem Papa und meiner Schwester ist mir halt enorm wichtig. Ich würde ihn kaufen. Shut up and take my money. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Mich auch.
Dankeschön. Im Vergleich zu Larissa ist Eva für viele die klare Favoritin geworden und die hat sich wirklich von unten hochgearbeitet. Das muss man ihr wirklich ganz hoch anerkennen. Wusch. Jetzt sind wir Dennis und die Favoritin Katja. Hallo. Hallo. Hey. Schön, dich wiederzusehen. Die beiden wirken jetzt schon wie dieses frisch verliebte Paar, das alle irgendwie immer nervig und scheiße finden, weil die sich nicht ausreden lassen und dauernd miteinander knutschen müssen. Dagegen sind die Dates mit Rebecca stocksteif gewesen. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, dich nicht mehr wiederzusehen. Oh Gott, ey. Katja bekommt als Einzige keinen Besuch von ihrer Familie, sondern von zwei Freundinnen und Dennis nimmt sich direkt alle dreimal ordentlich zur Brust. Ich bin Olga. Und ich bin Olga. Wir sind die Freundin von Olga, schon seit über 15 Jahren. Olga und Olga fällt dann insbesondere auf die Nähe, die zugelassen wurde, was wir halt einfach nicht so von ihr kennen. Ja. Ich bin richtig geschockt. Ja. Ich weiß gar nicht, was geht hier ab. Man sieht das voll. Dass er dich voll gerne mag und dass du für ihn irgendwie so voll besonders bist. Ja, aber das weiß man halt nicht, ne? Wie der mit anderen Doch, ist. Doch, da ist ganz viel Feuer in der Luft. Das wird was. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Das Fazit der beiden fällt dann wie folgt aus und leider ist es identisch mit dem von Rebeccas Vater. Es ist einfach wirklich eine Zwickmühle. Er ist der richtige. Wenn du schon so lachst und so strahlst. Die finden dich toll. Bei Dennis flammt da noch kurz eine Erinnerung an das Dream Date auf. Er hat das Gefühl, man steckt so tief drin, da kommst du irgendwie gar nicht mehr raus. Es bleibt jetzt natürlich nur noch eine Kandidatin übrig, die hat sich für mich komplett entfavoritisiert, nämlich Larissa. Kurze Erinnerung an die letzte Folge, da hat Dennis Sebastian nämlich eine klare Warnung ausgesprochen, die er bisher aber leider wirklich ignoriert hat. Dann sollst du die Finger davon lassen. Ich habe die Folge ja geguckt und schneide das hier gerade alles zusammen, deswegen weiß ich natürlich, was sie gleich von sich gibt und trotzdem macht es mich jetzt schon wieder wütend, was da alles kommt. Ich freue mich in jedem Fall, ihn wiederzusehen. Vermissen würde ich jetzt an der Stelle nicht sagen. Jeder einzelne Zuschauer, genauso wie ich, genauso wie ihr, sollte mittlerweile blicken, dass sie überhaupt gar nicht da ist, um den Bachelor für sich zu gewinnen, sondern einfach nur, um die Aufmerksamkeit zu bekommen und diese Sendung zu gewinnen. Um Liebe geht es ja überhaupt gar nicht. Sie kann auch nette Worte überhaupt gar nicht annehmen. Guck mal, wie lange sie braucht, um in irgendeiner Form darauf zu reagieren. Aber ich finde es sehr schön, dass du da bist. Wirklich. Ja, ich finde es auch schön. Wen haben wir denn da? Hallo Mami. Ich hi. Bin Marie. Hi. Sebastian, hi. Die Freude über ihre Mutter und ihre beste Freundin hält sich offenbar auch irgendwie in Grenzen. Also ich finde das alles ganz komisch bei ihr. Sie scheint überhaupt gar nicht in der Lage zu sein, Liebe empfangen zu können. Und dann ist sie auch nicht in der Lage, Liebe zu schenken. Da muss sie erstmal ganz krass an sich selber arbeiten, um überhaupt fähig zu sein, eine Beziehung einzugehen. Was wir aber sofort feststellen, ist, dass Larissas Mutter ihre Tochter richtig, richtig gut kennt. Ihr seht gut aus. Ihr seht erholt aus. Aber mit meiner Tochter, das kann nicht nur Urlaub pur gewesen sein. Also. Ich kann mich an gar keine Szene erinnern, wo das mal herausfordernd war. Jetzt guck mich mal an. Soll ich mir den Typen mal schnappen? Ja, auf alleine? Jeden Fall. So ein bisschen auf den Zahn fühlen. Ja, ich muss sagen, dass ich echt so ein bisschen hin und her gerissen noch bin. Mhm. Ich habe dann auch so ein paar Sachen erfahren von den anderen Dream Dates. Wenn ich wirklich für ihn eine besondere Person bin, dann passt das alles nicht so ganz zusammen. That just makes no fucking sense. Jetzt ist es ja so, dass es das Format des Bachelors seit 23 Jahren gibt. Da war Larissa, so viel ich weiß, gerade mal 7 Jahre alt. Sie hätte also durchaus sich mit dem Konzept vertraut machen können, bevor sie sich da bewirbt und hätte auch ahnen können, worauf das alles hinauslaufen kann. Also worüber beklagt sie sich hier eigentlich? In der Zwischenzeit macht sich Larissas Mutter offenbar kurz Hoffnung bei Sebastian. Bist du verliebt? Du bist in Larissa verliebt, muss ich ja fragen. Ja. Ja, ist gut. Tatsächlich habe ich deiner Tochter das gesagt, ja, dass ich mich in sie verliebt habe. So ein Dream Date. Das hat sie überfordert. Ja, das glaube ich. Wenn wirklich Gefühle da sind, dann fangen die Zweifel bei ihr an. Das sind auch Verlustängste. Das kann und darf aber nicht immer die Entschuldigung dafür sein, dass man sich benimmt wie eine offene Hose, weil der Gegenpart nichts dafür kann und der Gegenpart eben derjenige ist, der primär dabei verletzt wird. Du musst dir einfach das Gefühl geben, dass alles gut ist und dann ist auch alles gut. Ja? Ja. Mehr ist es nicht. Dieses Gefühlschaos wäre nicht aufgekommen, wenn sie nicht verliebt wäre. Also ich glaube, dass der auf deine verschiedenen Charaktereigenschaften unheimlich gut eingehen kann und ist von nichts abgeschreckt. Nachdem Larissa in der letzten Folge gesagt hat, sie hätte ein schlechtes Bauchgefühl, sagt sie heute: Ich habe gerade ein gutes Bauchgefühl. Damit kann man wieder arbeiten.
Im Interview wird sie aber zu ihren Emotionen gegenüber Sebastian befragt und da antwortet sie wieder ein bisschen verzögert und ich habe das Gefühl, sie wird auch immer nervöser und hibbeliger, weil sie jetzt irgendwie über ihre Gefühle reden soll und das schafft sie nicht. Wie stehst du zu ihm? Keine Ahnung. Wie stehe ich denn zu ihm? Naja, er ist halt ein sehr interessanter junger Mann. Es ist schon ein Knistern im Bauch da. Sie sagt erstmal nichts mehr, wackelt aber immer mehr da irgendwie auf dem Stuhl rum. Mich würde mal interessieren, was ein Psychologe zu ihrer Körpersprache sagt. Das war's. Also Sebastian, du hättest wirklich den Rat befolgen sollen. Ich glaube, Kim wäre die bessere Finalistin gewesen. Apropos Finale, wir kommen jetzt zur letzten Rosenvergabe der diesjährigen Staffel des Bachelors. Oder der beiden bachelnden Personen. Es ist der schlimmste Tag von allen. Ich vergesse zu atmen. Ja, natürlich ist das scheiße. Also es tut weh, es ist kacke. Ich hatte Bauchschmerzen und tierischen Durchfall. Ich habe für ihn auf jeden Fall entwickelt. Ich bin richtig froh, dass du da bist. Du bist der Schönste auf der ganzen Welt. Lach nicht. Ich verstehe immer noch nicht, wieso zwei Bachelor notwendig waren, aber die beiden haben eine ganz nette Dynamik miteinander entwickelt und es war dann halt so. War nett. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht mit ihr. Der letzte Abend. Ja. Mein Freund, schön ganz viel Erfolg. Trifft die richtige Entscheidung. Ich zeige euch jetzt hier zuerst Dennis' Entscheidung und ich möchte da gar nicht so viel dazwischen quatschen. Es kann auch sein, dass ich hier und da so ein bisschen was rein editiert habe. Hey. Hey. Katja, du hast mich ab der ersten Sekunde umgehauen. Rebecca! Du bist für mich ein wahrer Sonnenschein. Hi! Hey. Das war mir schon bei unserem ersten Blind Date klar. Ich kann es kaum erwarten, endlich Zeit nur mit dir allein zu verbringen. Och nee, lass mal. Ich erinnere mich so gerne an unseren ersten Kuss. Hey. Ist da jemand? Das ist ein Kitzleck. Und obwohl alles perfekt scheint, fehlt etwas. Und ich muss dir sagen, dass ich mehr Gefühle für Katja entwickelt habe. Und dir deshalb meine letzte Rose nicht geben kann. Aber ich muss sagen, dass du mir hier sehr ans Herz gewachsen bist. Und du hast mich auch gegenüber Daniel verteidigt. Und ich wusste wirklich nicht, wie ich reden soll. Ich habe mich am Ende für Rebecca entschieden. Vor allem nach allem, was er vorher gesagt hat. Ich hätte ihn am liebsten eine gescheuert. Verständlicherweise ist der Frust bei Rebecca groß, weil die wirklich miteinander jede Menge rumgesülzt haben. Die logische Konsequenz aus dieser Entscheidung ist dann natürlich folgende. Katja, ich habe mich in dich verliebt. Und ich möchte dich fragen, ob du meine letzte Rose annehmen möchtest. Spätestens als die Lisa getröstet hat, war sie für viele, glaube ich, wirklich die Favoritin geworden, weil man gesehen hat, dass sie auch unter der Oberfläche ganz viel zu bieten hat. Räumt aber jetzt alles um euch herum weg, was teuer ist, weil ihr würdet es vielleicht werfen und Dinge sind teuer. Aufgrund der letzten Nacht des Dream Dates und diesem schlechten Bauchgefühl gibt es schon noch eine Unsicherheit. Wahrscheinlich weint sie jetzt, weil sie weiß, dass Sebastian sich möglicherweise für sie entscheidet und das nicht ganz die richtige Entscheidung wäre. Denn es gibt natürlich auch noch Kandidatin Eva. Was auch immer für eine zwischenmenschliche Beziehung das zwischen Sebastian und mir ist, es ist eine schöne. Die ist so ungefähr der authentischste Mensch, den man sich vorstellen kann und damit das absolute Negativ zu Larissa. Wir haben uns zwar in den ersten Tagen so ein bisschen aus den Augen verloren. Ein kleines bisschen. Aber in der zweiten Nacht haben wir uns wiedergefunden und haben ein sehr schönes Gespräch geführt. Ich will auch gar nicht so viele Memes reinpacken, weil ich finde, das wird der Sache nicht gerecht. Sie ist die Einzige, die sich da wirklich glaubwürdig um den Bachelor bemüht hat. Und warum soll ich mich jetzt über sie lustig machen? Jetzt, wenn ich dir in die Augen schaue, dann sehe ich eine starke und ziemlich selbstbewusste Frau. Du berührst die Menschen mit deiner gefühlvollen und liebevollen Art. Jeder, der das Glück hat, so jemanden wie dich in seinem Leben zu haben, kann wirklich froh sein. Viele gut gewählte Worte, aber nichtsdestotrotz muss Sebastian zu folgender Entscheidung kommen. Am Ende kann ich nur eine Rose vergeben. Mein Herz schlägt stärker für Larissa.
Nee. Ich kann das nur wirklich nicht mein Ernst sein. Mann, du Opfer! Ah! Selbst in diesem enttäuschenden Moment ist Eva immer noch stark und gibt Dinge von sich, da kann man einfach wirklich nur seinen Hut vorziehen. Die reflektiert einfach die ganze Reise und vergleicht, was war ich vorher, was bin ich jetzt. Das ist einfach stark. Ich bin einfach unfassbar dankbar für alles, was du mir getan hast. Also auch alles, was du mit mir gesehen hast, dass ich immer das Gefühl hatte, dass ich bei dir halt einfach sein kann, wenn ich bin und dass du mein Herz mehr repariert hast. Aber ich glaube, es war die richtige Entscheidung. No. Dementsprechend kommt jetzt Larissa angecruised und dass die mich nur noch wütend macht, habe ich ja schon gesagt. Ich versuche mich zurückzuhalten. Ich würde die Rose annehmen mit einem Gefühl, naja. Hey, auf keinen Fall bin ich jetzt in einer Beziehung, weil ich mich vier Stunden mit dem getroffen habe, insgesamt in 7 Wochen. Ich weiß es einfach nicht. Du meinst ernst? Ich weiß es nicht. Sie kommt dann auf ihn zu, achtet mal drauf, wie weit sie bei der Umarmung weg ist, statt sich mal herzlich wirklich in den Arm zu nehmen, und sie lobt auch nicht sein Outfit oder sein Aussehen, sondern die Umgebung. Das sagt so viel über sie aus. Ja. Das ist ganz schön hier. Das ist doch ganz nett, oder? Ich habe mich in dich verliebt, Larissa. Und deswegen möchte ich dich gerne fragen. Möchtest du meine allerletzte Rose annehmen? Wir schauen einfach gemeinsam, wohin unsere Reise uns führt. Larissa antwortet mit einem sehr aufrichtigen Ja. Bei mir ist es so, wenn Leute auch noch so hübsch sind, aber sich permanent kacke verhalten, dann werden die für mich immer hässlicher, egal was die optisch mitbringen. Sie ist mit ihrem gesamten Verhalten einfach eine wirklich unwürdige Siegerin. Und dann sagt sie jetzt noch was, was an Arroganz überhaupt gar nicht mehr zu toppen ist. Ich hab damit gerechnet. Was mit gerechnet? Ich hab damit gerechnet. Ach so, das ist ja. Gab's da wohl ein Happy End? Auf die Liebe, auf uns. Schaut euch mal an, wie die beiden Siegerpaare da jeweils stehen, und schließt mal daraus, wer jetzt hier am glücklichsten ist. Das Wiedersehen, dachte ich erst, wird eine eigene Folge, kam aber total überraschend für mich in der Finalfolge, nämlich in den letzten 20 Minuten. Und diese 20 Minuten waren sehr rasant geschnitten mit vielen Rückblenden, und Frau Ludowig bleibt mit ihren Fragen absolut an der Oberfläche und kann nicht wirklich was aus den Leuten herauskitzeln und scheint das auch überhaupt gar nicht vorgehabt zu haben. Also ich weiß nicht, warum RTL sich entschieden hat, das so zu machen. Ich fand das wirklich, wirklich ungünstig. Aber interessant war zumindest in Andeutungen, wie Leonie den Blick auf Larissa hatte. Und rückblickend muss ich sagen, ich habe das damals auch falsch gesehen. Leonie hatte 100% recht damit, was Larissa für eine Person ist. Alle hier, um Dennis und mich kennenzulernen. Nicht alle. Aber ich kann auch sagen, dass es da um Larissa geht. Leonie, du hast relativ schnell gesagt, ich habe den Eindruck, hier haben gar nicht alle Frauen dasselbe Interesse. Und da hatte ich halt eher das Gefühl, dass du Sebastian wie so ein Pokal immer irgendwie beschrieben hast, so ich will den ersten Kuss haben und ich will das und so. Und das kam irgendwie für mich nicht so ganz so persönlich rüber. Aber von euch hatte doch sicherlich keiner den Eindruck, dass Larissa da einfach nur gewinnen will und Sebastian nicht einfach nur ein Pokal oder eine Trophäe für sie ist, oder? Larissa ist ja nur ein Pokal für natürlich dich gewesen. Nicht. Natürlich nicht. Also deswegen werden die sich ja auch glücklich verliebt haben und jetzt einfach eine schöne Beziehung haben, oder? Wie sieht das denn da gerade aus bei den beiden? Seid ihr beiden noch ein Paar? Nein. Wenn ich merke, dass der andere kein hundertprozentiges Interesse daran hat, dann... Och, das ist ja eine Überraschung. Damit hätten wir alle gar nicht gerechnet. Hat er denn jetzt mit irgendeiner anderen in der Runde vielleicht intimeren Kontakt? Ich hatte tatsächlich Kontakt mit Eva, wobei wir relativ schnell auch gesagt haben, dass das rein freundschaftlich ist. Und mit Kim hatte ich mich noch einmal getroffen. Was passierte da? Wir haben uns einfach mal getroffen, um einfach mal zu gucken, wie das im realen Leben einfach ist. Und was man so miteinander machen kann. Bumsen. Also, jetzt muss man. Unterm Strich heißt das für uns erfreulicherweise, dass wir uns mit Larissa überhaupt gar nicht mehr befassen müssen. Wie sieht's denn jetzt bei Dennis und Katja aus? Ihr habt beide gesagt, ihr habt euch verliebt. Wie ist euer Status jetzt, heute? Ah.
Bleibt bitte unbedingt noch dran, ich habe ein kleines Best-of für euch am Ende zusammengeschnitten. Ich möchte mich an dieser Stelle aber natürlich bei euch bedanken für das Zuschauen, dass wir hier gemeinsam diese Staffel erleben durften. Das hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht und hat auch meinen Kanal weiter nach vorne gebracht. Also es war einfach rundum richtig gut. An dieser Stelle auch ein Dank für die Super-Thanks der letzten Woche. Lasst mir doch vielleicht einfach einen Kommentar als Feedback da. Wie habt ihr die Staffel empfunden? Wie habt ihr meine Zusammenschnitte empfunden? Hattet ihr Spaß? Fandet ihr was lustig? Fandet ihr was total unnötig? Oder denkt ihr so, was soll das? Was macht der Typ da? Schreibt mir alles in die Kommentare. Die allermeisten werden auch von mir persönlich beantwortet. Ich hoffe, wir sehen uns bei Temptation Island wieder und viel Spaß dann jetzt noch bei dem Zusammenschnitt. Wir zertrümmern heute dieses Auto. Da machen die sich auch gleich ans Werk und Dennis findet das ziemlich cool. An Bord befindet sich der russische Verteidigungsminister. Erst kürzlich hatte die russische Luftwaffe in der Region einen amerikanischen B-52-Bomber abgefangen. Es war natürlich ein sehr, sehr spezieller Moment. Was ist denn hier? Was ist denn das jetzt? Nilpferde, Happy Hippos. Aber ich sehe nur Popos. Und auf einmal kam die Rebecca angeschossen. Oh, what a tackle by Rebecca! Der Marabu, der Marabu, der macht das Arschloch auf und zu. Also wenn's blubbert, dann war es nicht der Pool. Okay. Wir sind hier in den Dünen und werden eine ordentliche Quad-Tour machen. Jetzt geht es aber erstmal fröhlich mit netteren Menschen zum Tennis-Date. Ich bin sehr gespannt. Das war irgendwie ein sehr, sehr schöner Moment mit dir. Bist du denn eher offen für sowas? Hast du gern Sex an verrückten Orten? Cringe. Ich bin der Vanu. Ich bin der Vanu von Dennis der Vanu. Ja, und ich bin der Daniel. Ich kenne Dennis seit Daniel. Dennis ist einer meiner allerbesten Daniel. Süß. Ich konnte mich zu 100% auf sie einlassen. Ich fand, das war ein sehr schöner Start. Mir nicht besser ausmalen können. Es war sehr eindrucksvoll, wirklich. Deswegen würde ich dich gerne fragen, ob du meine Hose annehmen würdest. Rebecca! Aber tschüss.